Dang. Yeah, ooh, yeah, and she ride in that coupe, ooh, yeah, I'ma pull up with my crew, yeah, ooh, yeah, me and Wolf, yeah, yeah, ooh, yeah, me and Class, we gon' shoot. Okay, Leute, ich mache mir jetzt am Weg zur Player Lounge. Da wird es in die fucking Wüste fahren. Dort fahren wir irgendwie auf einem ganz hohen Berg drauf. Gehen vielleicht auch irgendwie so Auto fahren in der Wüste dort. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht genau. Hast du schon Bock auf die Wüste? Ich dachte, wir gehen da so 20 Minuten hin. Wir gehen da 4 Stunden hin. Nice. Weißt du, wie lange man dort eigentlich hin braucht? Wir fahren jetzt wahrscheinlich eine Stunde mal hin. Okay. So. Ey, gut, dass du immer zu früh kommst, Alter. Dann können wir mal so gehen, losgehen. Schnauze. Kann das jetzt irgendwie noch mal erklären, wo wir jetzt hingehen? World's End. Was passiert dort jetzt? Ich weiß nur, dass wir in eine Wüste gehen. Wir gehen auf so ein ziemlich hohes Tal. Okay. Dann fahren wir so durch die Wüste mit Auto. Ich habe auch ein ziemlich hohes. Ja, scheiß drauf. So, Bro, hast du Bock auf Wüste oder was auch immer? Ja, klar. Ich werde da ein paar Saltos machen. Saltos? Kannst du Salto? Nein. Nice, Bro. Hey, fahren wir jetzt mit denen? Nein. Hey, wie cool. Nice. Wie cool findest du das? Von so 1 bis 10 würde ich eine stabile 9 geben. Und du? Hey, ich fahre noch nicht drin, Digga. Was soll ich sagen? Du bist halt dumm. Ja, okay, Leute. Wir werden ja in irgendwelchen Jeeps. Den werden wir jetzt durch die Wüste ballern. Okay, Leute, seht ihr hier? Das sind die Umstände, die wir hier durch die Wüste fahren. Okay, Leute, wir fahren hier gerade. Ich habe noch nie sowas gesehen. Hier ist eine Schlucht. Also wir sind wirklich eins von Triple Toad hier. Und schaut, dass wir jetzt hier. Also, ich weiß nicht, was das für ein Monster-Auto hier ist, dass das schaut. Wie locker ist er da gerade durch? Easy. So wackelt es. Alter Chat, boom. Hier sind wir jetzt angekommen. Wir sind einfach in the middle of fucking nowhere. Wir können bis da nach vorn gehen. Auf diese bis da! Ja. Halt's Maul! It looks like it's about to fucking crack, look at it. Nah, they said it's safe. Yeah, okay. Du weißt schon, wir können bis da rüber. Komm, lass gehen. Bis da rüber gehen. Ich hab keine Angst. Ich auch nicht. Ich hab nur Angst vor Allah. Doch, das ist eine One-Time-Experience, Bro. No, weißt du, was One-Time ist, Digga? Wenn man da runterfällt, das ist One-Time. Hier muss man sich jetzt wirklich, Chat, konzentrieren auf Gehen. Weil sonst, wenn ich hier einmal steppe... Also, so bei Fortnite-Spielern sagt man ja hin und wieder Touch Grass, aber ich glaube, das ist ja wirklich schon jetzt übertrieben hier mit, oder? Ich touche nicht nur Grass. Du touchst gleich den... Ich touch gleich den Boden von. Ja, das macht die Rotations, guck. Jui. Geht aber eigentlich. Bis jetzt. Ja, jetzt ist eh nicht so schlimm. Ja, aber der fühlt sich ja wieder mal ein bisschen im Krankenhaus hier. Nein, ich bin. Was sagst du zu der View, Bro? Ja, hab ich zu Hause auch jeden Tag. Oh, nice. Ich wohne ja Dubai. Was? Hochhaus ganz oben. Okay. Okay, Leute, wir sind jetzt mitten in der Middle of Hurensohn angekommen. Das ist schon sehr crazy hier. Also, du siehst legit. Ich sehe Österreich da drüben, sehe ich. Sag ich dir ehrlich. Leute, schaut mal einfach fucking Kamele. Mitten in der Wüste. Die laufen mir einfach so frei und mal dumm. Okay, Chad, wir sind hier angekommen. Thank you, bro. Thank you best, so much. Best driver in Saudi Arabia, bro. Thank you so much. Best driver in Saudi Arabia. So, Leute, wir waren jetzt. Wir sind zurück von der Wüste. So, filme ich euch. Oh, der Hype ist kommt. Die Kamera ist aus, Bro. Bevor ich komme, mach jetzt Kaultechnik. Mach jetzt Kaultechnik, zeig mal. Ja, mach jetzt Kaultechnik, Digga. Kaul. Ja, ne? Und dann auch noch hier. Und plötzlich ein wilder Fuß. Was denn? Die Wüste war sehr nice, sehr heiß, sehr trocken, sehr staubig. Und jetzt sehen wir gerade hier so ein Pool. Digga, hier ist doch überall Wasser. Was für Wüste, Digga, hier ist doch. Hä? Hey, was ist noch links? Krass, Touch Grass? Touch Water? Upgrade, Touch Water sogar. Ja, und jetzt werden wir chillen und, ja, keine Ahnung, kuscheln und knutschen. Ja, ich hasse dich, Digga. Du willst dich anfassen. Ja, Digga, er macht so. Ist der dumm? Ist der dumm, Digga? 10 Euro, wenn du meine Katze. Ist doch egal. Chat, wie steht mir der Hut?
Schreib jetzt in die Kommentare, ob ich den Lamar klauen soll. Sag das nochmal. Ihr wolltet hier ernsthaft naschen? 10 Minuten und dann gehen wir, weil jetzt aufs. Wie sehr relatable ist das zu euren Eltern? Du bist da in dieser Chipshütte. Wir haben Todeshunger. In dieser Chipshütte sind vielleicht 3 Chips drin. Wollen einfach nur eine Chipshütte essen. Er kommt her und glaubt, wir sind dann satt. Ja, eben. Ja. Gönn dir mal ich was. Sag ich was kurz. Hier steht ja Snickers Mini, ne? Ja. Aber das ist doch eigentlich voll groß, oder nicht? Das ist gigantisch, Bro. Das ist schon huge. Also ich weiß, das ist halt in Saudi-Arabien, die sind halt ein bisschen. Das ist ein bisschen. Sehr über den Durchschnitt, würde ich sagen. Also ja. Riesig. Also, wir haben jetzt fertig. Waren jetzt schwimmen, ein bisschen schön frisch gemacht. So, wir holen uns jetzt hier ein Buffet, Abendessen. Was gönnst du dir, Bro? Keine Ahnung, einfach irgendwas genommen. Ja, ich auch. Keine Ahnung, was das hier alles ist, aber es gibt sehr nice Sachen hier so. Curry, Vegetable. Du bist vegan, gell? Hab ich gehört? Ja, ich bin vegan. Oh. Wenn ich mir das Kühlschrank was Big Zeit, was hast du dir, Bro? Ich weiß noch nicht ganz. Okay, okay. Fleisch, das, Gemüse. Der ist noch ein bisschen nervös, Ja, was geht, Bro? Wie waren Scrims, Bro? Waren geil. Es gibt nämlich keine Middle East Customs. Es gibt keine Middle East Customs. Und die PCs waren jetzt nicht so baba im Bootcamp, also da wo ich war. Ich hab Hunger mehr, weil ich gerade Chips gegessen habe, glaube ich. Bro, ich habe jetzt auch. Geiles Zeug. Aber wir gehen jetzt, wir haben keinen Hunger mehr. Kann ich eigentlich erstmal dir danken, dass das W-Ding? Digga. Er kommt mit der fetten Plate, wir gehen jetzt. So, jetzt Go-Kart fahren, diesmal hoffentlich Vareal bitte ohne Krankenhaus, das wäre ziemlich nice. Ja, sonst übernehme ich die Schicht. Diesmal musst du ohne Krankenhausschicht. Okay, versprochen, ja. Bro. Findest du den Namen, Bro, von diesem Café hier? Was? Den Namen von diesem Café? Ratio, Bro. Also, das ist ein kleiner Upgrade zur letzten Arena, wo wir da waren. Scheiß Hand, da geht's. Schön von außen innen rein, ne? Genau. In die Wand rein. Also diesmal fahrt auch Big Drexler mit und heute werde ich hier stehen. Da wirst du maximal stehen heute, mein Freund. Ratio! Okay, Lu, was sind deine Predictions, wer diesmal gut abschneidet? Ich fahr jetzt auch mit. Also das du hast crazy. Einen Führerschein, du bist schon Experience. Drexler, erster Platz. Ja. Nein, sagst du echt? Erster Platz? Ja. Ja, ich sehe mich schon an der Spitze, aber ich will jetzt nicht so angeben. Also dann ist halt cringe. So, es geht jetzt los, das Rennen geht los. Diesmal fahre ich mit, ich tippe dir halt. Wir sind jetzt draußen am Go-Kart-Course. Nur NPCs da, irgendwelche Fortnite-Spieler. Die werde ich jetzt alle hops nehmen, glaube ich. Mal sehen, was sie drauf haben. Mal sehen, das sind Elektro-Go-Karts. Okay, Drexler. So, jetzt Drexler, jetzt zur Sache hier. Ich glaube, ich habe 6 Leute überholt und ich bin allerletzter. Schau mal. Ich habe rasiert. Dritter und letzter auf Dritter. Was? Also ich habe auf jeden Fall die Tagesbestzeit aufgestellt, aber könntet ihr natürlich noch mal besser gemacht haben. Wohl. Ja. Die Tagesbestzeit war 1,8 davor und ich habe 1,6,9. Ich habe 1. Ich hatte 1,10, glaube ich. Oder so. Ich wurde so gegreased, ich konnte nicht überholen, weil drei Kids vor mir waren die ganze Zeit. Teilweise haben manche Leute so die ganze Zeit rumgestanden. Ich hatte 6 Kids die ganze Zeit vor mir. Und dann habe ich als letztes Vareal noch überholt. Janis hat Vareal auch überholt. Nein, Janis stand quer irgendwo in der Kurve. Ja, du hast aber Vareal überholt, oder? Hier in der ich Kurve. Bin halt manchmal gespinnt, ich konnte so einsetzen. Ich konnte, da kannst du so geil driften, das hat so gebockt. Keine geile Bestzeit, weil ich immer gegreased wurde. Vor jeder Kurve wurde ich immer so. Wenn du auf Bestzeit gehst, dann musst du dir so vorne Abstand lassen. So eine langsame Runde fahren. Ja, aber ich konnte nicht, ich bin letzter gespawnt, es war immer wer vor mir. Ich würde immer eine so ein Russe war vor mir. Das hat er nicht geschafft. Der war so langsam, ich versteh's nicht. Nein. Ich würde sagen, ich spawne, ich bin als. Ich bin. Nein. Schlecht. Ich gehe nie wieder Go-Karten. Ich bin letzter gespawnt. Ich musste erstmal 6 Kids überholen. Du bist recht. Or what do you want? YouTube-Channel. Ja, YouTube-Channel. Okay, dann ja. Where is your YouTube-Channel? Yeah. You play Fortnite and. I am Content Creator. Content. I'm YouTuber, ja, yeah. Are you Russian? No, yes. No. Oh, Germany. Germany. Yeah. Yeah. Okay. Today with Drexler. What's up, guys? How you doing? I love Saudi Arabia. Let's go. Yes, I love you guys. You are the best. Salam alaikum, alaikum salam. My brother. Okay, ciao. Das sind meine Fans hier in Saudi, Bro. Drexler International, you know what I'm saying. Okay, Go-Kart ist jetzt aus. Ich schwör's dir, das hat ehrlich gebockt. Man konnte geil mit denen driften. Ich bin halt als letzter gestartet. Das war halt ein bisschen gegrieft von denen. Hallo! Hallo! Welcome to Saudi Arabia! Thank you, bro. Yes, thank you. I love Saudi Arabia. I love you guys. Europe, Germany, Austria.
Nice to meet you. Nice to meet you. This is YouTube? Yeah, yeah, yeah. YouTube. Yeah. Hello, guys. Hello, guys. Share, subscribe. 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 Yeah, yeah, yeah. 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 You guys, wave. Wave eSports. Hey, my friend. You are welcome to come. Yes. 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 Experience. Yes. Ramiz Jalal. Yes. You are welcome anytime, Boulevard Riyadh. Thank you. Bro, that's the biggest geezer ever, bro. I'm a geezer. Go on. Go, mate. Keep talking. Sorted. What place are you going to get tomorrow? On this stage right now. Tomorrow, I mean. Yeah. Like, what, ending first day or ending second day? We're like, getting top 10 no builds. You're nice. Top 10 look no at builds me. Without look the zero, me. Though. Okay. 48. What, 48? It's our age combined. 30. Nice. They're not legal? Smarter than us in no build. That's my age alone. Okay, are you going back to the hotel? Sorry to hear that, bro. Yeah, ooh, yeah, and she rap in that coupe, ooh, yeah, I'ma pull up with my